Es gibt ein neues Projekt zur Diffamierung oppositioneller Medien in Deutschland. Narrativcheck heißt das Projekt, welches von der grünnahen Denkfabrik Liberale Moderne gestartet und von der Bundesregierung mitfinanziert wird. Die Stiftung, das Zentrum Liberale Moderne könnte manchen von euch unbekannt sein. Das ist ja eine Denkfabrik, welche von den zwei grünen Politikern Marie-Louise Beck und Ralf Höchst gegründet wurde. Vielleicht kennt ihr das Projekt Gegneranalyse. Das ist auch ein Projekt dieser, ja, dieses Zentrums Liberale Moderne. Und dieses Projekt ist dafür gedacht, ja, oppositionelle Medien, wie beispielsweise die sozialdemokratische Internetzeitung Nachdenkseiten, auf deren Artikel ich mich auch gerade beziehe, zu diffamieren. Zur Gegneranalyse schreiben die Nachdenkseiten: Kritisch-gesellschaftliche Entwicklungen hinterfragende Medien wie die Nachdenkseiten werden von Zentrum Liberale Moderne in der Gegneranalyse als systemoppositionelle Gegenmedien bezeichnet, die selbsterklärte Gegner der liberalen Demokratie seien, die es in Form von monatlichen Monitorings zu überwachen und in Form von Fallstudien zu analysieren und vor allem zu diffamieren galt. Eines der Hauptziele waren dabei, wie erwähnt, die Nachdenkseiten, denen die zweifelhafte Ehre zuteil wurde, dass sie in den ersten 12 Monaten der Laufzeit des Gegneranalyseprojektes das einzige Medium waren, dem eine sogenannte über 72.000 Zeichen umfassende Fallstudie gewidmet wurde, die zum behaupteten Schluss kommt, die Nachdenkseiten würden fundamental oppositionelle Erzählungen verbreiten und damit als Scharnier für verschwörungstheoretisches Denken agieren. Dabei scheitert die Studie, die als wissenschaftlich verkauft wird, schon an absoluten Grundlagen. So behauptet der Autor, der Trierer Politikwissenschaftler Markus Linden, einerseits, er hätte eine repräsentative Auswahl an Nachdenkenseiten Artikeln analysiert, andererseits räumt er aber ein, dass er beim Erstellen der Studie ausschließlich qualitativ gearbeitet hat. Dabei weiß selbst ein Erstsemester in Sozialwissenschaften, dass Repräsentativität nur mit quantitativen Methoden erreicht werden kann, niemals mit qualitativen. So viel jedenfalls zum letzten Projekt Gegneranalyse. Kommen wir nun zum neueren, allgemein gehalteneren Projekt Narrativcheck. Das Projekt Gegneranalyse wurde ja auch schon von der Bundesregierung aus dem Topf Demokratie leben finanziert, wo seit 2015 demokratiefördernde Projekte ja von der Bundesregierung unterstützt werden sollen. Ja, ihr merkt's, Hetze gegen oppositionelle Medien wird in Deutschland unter Demokratieförderung verkauft. Aber so läuft das in diesem Land mittlerweile. Naja, aber schauen wir mal in den Artikel der Nachdenkseiten rein. Der ist von Florian Warbeck. Er schreibt: Die grünnahe Denkfabrik Zentrum Liberale Moderne hat nach ihrem umstrittenen Diffamierungsportal mit dem bezeichnenden Namen Gegneranalyse ein neues, ebenfalls explizit gegen sogenannte Alternativmedien gerichtetes Projekt gestartet. Wie bereits das Vorgängerprojekt wird auch der Narrativcheck vom grün geführten Bundesfamilienministerium im Rahmen des Programms Demokratie leben mit einem 6-stelligen Beitrag finanziert. Erklärtes Ziel ist es, demokratiegefährdende, systemoppositionelle Botschaften, Diskurse, Argumentationsweisen in alternativen Medien zu überwachen und anzuprangern. Ein Orwellsches Déjà-vu. Allerdings in seiner intendierten Wirkung viel breiter und nachhaltiger aufgestellt als das Vorgängerprojekt. So jedenfalls Florian Warbeck. Und ja, so kann man es grob zusammenfassen. Während sich das Projekt Gegneranalyse auf einzelne oppositionelle Medien, wie beispielsweise sozialdemokratische Nachdenkseiten, fokussiert hat, versucht jetzt dieses Projekt Narrativcheck wesentlich breiter aufzuklären. Ihr wisst, ich suche immer hier nach den richtigen Worten. Ich meine, man will ja nicht diesen schönen Neusprech hier falsch wiedergeben. Auf der Seite des Bundesfamilienministeriums, welches dieses Projekt mit rund 200.000 Euro pro Jahr fördert, also das ist jetzt ein bisschen weniger als bei Gegneranalyse, aber immerhin, ich könnte davon einiges an Medienarbeit machen, was meiner Ansicht nach wesentlich sinnvoller wäre. Aber ja, wer den Grünen nahe steht, der bekommt eben so viel Geld aus staatlichen Mitteln. Ja, auf jeden Fall steht auf der Website des Bundesfamilienministeriums: Insbesondere in Krisenzeiten erhalten sogenannte Alternativmedien Zulauf.
Sie verbreiten Desinformationen und Verschwörungserzählungen über Social Media, Messenger-Dienste oder Online-Plattformen. Dabei nutzen sie eine wachsende Krisenstimmung, um sich gegen demokratische Institutionen zu wenden und Hassbotschaften in die Öffentlichkeit zu tragen. Das Begleitprojekt will die demokratische Resilienz stärken, indem es über die Botschaften und Methoden der Alternativmedien und Radikalisierungstendenzen im Netz aufklärt. Ja, das klingt ja überhaupt nicht pauschalisierend. Mal abgesehen davon, dass der Großteil der alternativen Medien auf dem Boden des Grundgesetzes steht, also wie beispielsweise die, wie eben schon erwähnt, sozialdemokratischen Nachdenkseiten, ist das ein Tonfall, der ja eher aus einem staatlichen Propagandaorgan, das ja, das nichts in einer freiheitlichen Demokratie zu suchen hat, ja, zu verorten ist und nicht aus einem Projekt, dem es um Aufklärung oder Demokratieförderung gehen würde. Ja, aber sowas wird von der Bundesregierung mit 200.000 Euro gefördert. Wie weitreichend das neue Narrativcheck-Projekt ist, beschreibt Florian Warweg in seinem Artikel wie folgt. Das aktuelle Projekt macht es sich zur Aufgabe, in das Bundesprogramm selbst hineinzuwirken und dort die Lipmod-Ideologie, die auf der Tradition des liberalen Interventionismus transatlantischer Prägung beruht und deren per se negative Einordnung aller Alternativmedien als Handlungsgrundlage für Verantwortliche anderer Demokratie-Leben-Projekte zu verankern. Dazu muss man wissen, dass die vornehmliche Aufgabe der Demokratie-Leben-Projekte eigentlich die Kinder- und Jugendbildung ist. Ihr habt es richtig gehört. Aus diesem Topf Demokratie leben, wo ja viele Bildungsangebote finanziert werden, soll jetzt überall dieser Transatlantizismus eingebaut werden. Also so kann man jedenfalls die Mitteilungen des Ministeriums dazu deuten. Auf der entsprechenden Projektseite der liberalen Moderne wird der Ansatz noch etwas deutlicher formuliert. Narrativcheck, was hinter radikalisierenden Botschaften steckt, ist ein Begleitprojekt des Bundesprogramms Demokratie leben. Es richtet sich vor allem an Partnerschaften für Demokratie, Landesdemokratiezentren, Teams der mobilen Beratung und verschiedene Kompetenznetzwerke des Bundesprogramms. Also das, was ich eben erklärt hatte, verschiedene Bildungsangebote, ja, wo dann junge Leute indoktriniert werden, die so etwas auf jeden Fall nicht einordnen können, und denen pauschal eine ablehnende Haltung gegenüber kritischer Presse anerzogen werden soll, damit sie ja alles glauben, was ihnen die Bundesregierung erzählt. Also das ist Indoktrination der Jugend, was die Bundesregierung hier betreibt. Das Projekt betrachtet demokratiegefährdende, systemoppositionelle Botschaften, Diskurse, Argumentationsweisen in alternativen Medien und im digitalen Raum. Die Erkenntnisse werden in Handreichungen zu jeweils einer Botschaft oder einem Narrativ gebündelt und auch online zur Verfügung gestellt. In Workshops, Präsentationen und Inputs werden die Inhalte vermittelt, erläutert und diskutiert. Ja, weil diese Narrative, alternative Medien, Demokratie gefährden, böse, lest die nicht, zu kompliziert sind, versucht man das jetzt noch weiter zu simplifizieren und es zu einer noch wirkungsvolleren Propaganda zu bündeln, wie man hier selbst schreibt. Und wie gesagt, das soll dann an junge Leute, beispielsweise an Schüler, verfüttert werden, die so etwas hier garantiert nicht einordnen können. Exponenten dieser Indoktrination der Jugend sollen Landesdemokratiezentren und sogenannte Kompetenznetzwerke sein. Wenn ihr genaueres wissen wollt, lest euch den Artikel der Nachdenkseiten durch, welcher im angepinnten Kommentar verlinkt ist. Naja, kommen wir zu der nächsten Frage. Ist dieses Projekt überhaupt rechtmäßig genehmigt worden? Darf der Staat ja ein Projekt fördern, welches pauschal kritische Presse gegenüber der Bundesregierung derartig zu diffamieren versucht? Ich meine, diese pauschale Ansage auf der Ministeriumswebsite, die lässt ja eigentlich keine zwei Deutungen zu. Jede Kritik an der Bundesregierung, ja, soll niedergemacht und diffamiert werden. Also anders kann ich diese Ansage da zumindest nicht deuten. Und ihr erahnt es wahrscheinlich so schon, nein, so etwas ist nicht legal. Denn in Punkt 5 der Förderrichtlinie des Bundesprogramms Demokratie leben heißt es, grundsätzlich nicht zuwendungsfähig sind Maßnahmen und Projekte mit agitatorischen Zielen und Maßnahmen, die im Rahmen institutioneller Förderung des Bundes gefördert werden.
Alle beabsichtigten Maßnahmen müssen partizipativ angelegt und einem begründeten Bedarf angelegt sein und einem begründeten Bedarf entsprechen. Wir haben in Deutschland keinen begründeten Bedarf an zusätzlicher transatlantischer Propaganda. Alle großen Zeitungen, alle öffentlich-rechtlichen Medien, die wir haben, sind durchsetzt mit Journalisten, die in transatlantischen Netzwerken aktiv sind. Da gibt es keinen Bedarf an zusätzlicher Propaganda, die auch noch den Kindern in der Schule beigebracht werden soll. Da gibt es absolut keinen Bedarf, also meiner Meinung nach. Und zweitens ist transatlantische Propaganda meiner Meinung nach auch ein agitatorisches Ziel. Das heißt, selbst nach den eigenen Richtlinien, die sie sich für dieses Programm Demokratie Leben geschrieben haben, selbst nach diesen Richtlinien ist diese Förderung hier illegal. Aber wen interessiert's? Kein Kläger, kein Richter. Und somit wird ja mit Staatsmitteln eben diese Propaganda bezahlt. Und ich hatte es eben erklärt, das hier ist ein Metaprojekt. Das hier ist nicht irgendein kleines Projekt, wo ein bisschen zusätzliche Propaganda gemacht wird, sondern hier soll eine stramm ja vorgegebene transatlantische Richtung in alle anderen Projekte implementiert werden. Jedes Medium, was diese transatlantische Haltung unserer Bundesregierung kritisch sieht, wie beispielsweise die Nachdenkseiten, die das halt aus einer klassisch sozialdemokratischen Positionierung heraus kritisieren, wird dann als systemoppositionelles Gegenmedium diffamiert. Ja, willkommen im Deutschland des Jahres 2023. Mit dem Projekt Narrativcheck erreicht das Zentrum Liberale Moderne in seiner, ja, Hetze gegen oppositionelle Medien auf jeden Fall eine neue Eskalationsstufe. Da aus dieser einst mit staatlichen Mitteln finanzierten Hetzjagd gegen ja, Medien, die die Bundesregierung kritisch sehen, da das jetzt von einem ja, grünen Prestigeprojekt quasi zur deutschen Staatsräson gemacht werden soll. Ihr habt es gehört, dieses gesamte Projekt Demokratie leben soll jetzt auf diesen Kurs eingeschworen werden. Dahin deuten jedenfalls ja, die Ankündigungen bezüglich dieses neuen Projektes Narrativcheck. Nun ja, aber trotzdem ist das auch nur der neueste Baustein in einer ganzen Reihe von ja, staatlich finanzierter Hetze gegen Oppositionelle und Günstlingswirtschaft. Anders kann man ja diese Vorgänge um das Zentrum Liberale Moderne und das grün geführte Familienministerium nicht bezeichnen. Also ihr müsst euch das mal vorstellen. Das grün geführte Familienministerium fördert Projekte eines Thinktanks, der von den beiden grünen Politikern Marie-Louise Beck und Ralf Füchs gegründet wurde. Also das ist Günstlingswirtschaft, Korruption, nennt es wie ihr wollt. Also so etwas sollte eigentlich nicht vorkommen, so etwas sollte eigentlich strafbar sein. Aber ja, das ist es wie gesagt nicht. Und es ist, wie ich gerade schon andeutete, nur der neueste Baustein. So zahlt das Bundespresseamt jährlich an das Zentrum Liberale Moderne 500.000 Euro, damit dieses damit transatlantische Propaganda verbreiten kann. Und das Zentrum Liberale Moderne ist nicht die einzige transatlantische Denkfabrik, die dergestalt unterstützt wird. Also, was soll man dazu noch sagen? Es sind traurige Zustände. Die Regierung finanziert Hetze gegen Oppositionelle und eskaliert dabei immer weiter, ohne dass das von den Mainstream-Medien groß kritisiert werden würde. Denn das ist ja der Grund des Zulaufs von alternativen Medien. Die Mainstream-Medien berichten so etwas schlicht und ergreifend nicht. Man muss fast schon die Nachdenkseiten lesen, um an solche Informationen zu kommen, weil etwas im Spiegel oder in der FAZ schlicht und ergreifend nicht steht. Oder während auf den Nachdenkseiten 10 Artikel zu dem Thema gekommen sind, vielleicht nach einem Jahr in der Welt mal ein Artikel kommt, wenn es hochkommt. Also das sind ja die Zustände. Das ist ein relevantes Thema, wenn hier staatliche Gelder veruntreut werden, um gegen Oppositionelle zu schießen. Und wenn darüber halt nur die alternativen Medien berichten, ja, dann wenden sich halt immer mehr Leser den alternativen Medien zu, weil sie dort die relevanten Informationen erhalten. So einfach ist das. Das hat nichts damit zu tun, dass unser Land plötzlich, ja, von Systemoppositionellen, was weiß ich, überrannt wurde. Aber das muss ich einem intelligenten Menschen in diesem Video, glaube ich, nicht auch noch einmal erklären. In diesem Sinne können wir nur hoffen, dass, wir bald eine Bundesregierung bekommen, die solche Projekte nicht mehr unterstützt und die allen transatlantischen Denkfabriken endlich den Geldhahn zudreht.